Wir befinden uns mitten im tiefsten Australien. Dichte Wälder, hohe Berge, aber auch karge und öde Gebiete wie Wüsten und Steppen prägen das Landschaftsbild. Alles könnte ruhig und friedlich sein, wäre da nicht... Tja, wäre da nicht Percival C. McLeach, ein steckbrieflich gesuchter Wilderer, der die gesamte Tierwelt Australiens bedroht. Immer und immer wieder stellt er seine Fallen auf und fängt Tiere, um die Felle oder das Gefieder so teuer wie möglich zu verkaufen. Seine widerliche, eierfressende Echse, Joanna, hilft ihm dabei, wo sie nur kann. Die bedrohten Tiere haben kaum eine Chance gegen diesen Verbrecher. Ihre einzige Hilfe ist ein kleiner Junge namens Cody. Er liebt die Natur, die Wälder und die Tiere von ganzem Herzen und hat zum größten Ärger von Percival C. McLeach schon so manches Tier aus den Fallen befreit. Ständig horcht und lauert er auf die Hilferufe der Tiere, um ihnen dann sofort zu Hilfe zu eilen. Und da, auch an diesem frühen Morgen, dringen klagende Hilferufe an sein Ohr. Und nun gibt es kein Halten mehr. Der Junge rast so schnell er kann in den Wald hinein. Längst hat er die hilferufende Stimme erkannt. Sie gehört Falou, dem Känguru. Und er weiß auch genau, wo Falou zu finden ist. Nämlich auf der kleinen Lichtung, die immer der Treffpunkt ist, wenn es um Rettungsaktionen geht. Völlig außer Atem hat Cody diese Lichtung gerade erreicht, wo Falou auch schon ungeduldig auf ihn wartet. Wer steckt diesmal in der Falle? Du kennst sie nicht, Cody. Ihr Name ist Marahute, der große goldene Adler. Wo steckt sie? Sie ist dort oben auf einer Klippe in eine Wildererfalle geraten. Und nur du kannst dort raufklettern. Ich werde sie befreien. Hüpf auf, Kleiner. Wir dürfen keine Zeit verlieren. So schnell sie kann, hoppelt Falou mit Cody in ihrem Beutel durch den Wald, bis sie endlich die Felsen erreicht haben. Und tatsächlich, hoch oben auf der Spitze eines Berges, liegt Marahute, die stolze Adlerfrau, hilflos gefangen in einem Bündel von Stricken. Und diesmal ist es für Cody keine leichte Aufgabe zu helfen, denn der Aufstieg ist äußerst gefährlich. Ständig bricht das Gestein unter seinen Füßen ab und nur mit Mühe und Not kann er sich festhalten und erreicht schließlich die hohe Spitze des Felsens. Sofort zückt er sein Taschenmesser und macht sich daran, Marahute zu befreien. Marahute? Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich will dir doch nicht wehtun, gutes Mädchen. Halt still. Es wird alles gut. Keine Angst, ich bin ja hier, um dir zu helfen. Ruhig, ruhig. Du bist frei! Endlich hat Cody es geschafft. Der letzte Strick ist zerschnitten. Der Adler ist frei. Und sofort breitet das edle Tier seine mächtigen Schwingen aus und startet mit einem gellenden Schrei in die Höhe. Doch für den kleinen Cody kommt dieser Blitzstart völlig unerwartet. Vor lauter Schreck stolpert er, verliert das Gleichgewicht und stürzt schließlich von der Felsspitze in die endlose Tiefe. Der Junge fällt und fällt, schneller und schneller, immer näher auf den zerklüfteten Felsbogen zu. Doch da hört Cody direkt unter sich ein Rauschen und erkennt Marahute. Er spürt einen kräftigen Ruck und findet sich plötzlich auf dem Rücken des stolzen Adlers wieder. Marahute hat ihn gerettet. In einem vorsichtig gleitenden Flug schwebt sie mit dem Jungen über die Berge. Und nachdem Cody seinen ersten Schrecken überwunden hat, beginnt das Fliegen ihm Spaß zu machen. Höher! Wow! Und schließlich landet der Adler auf einem kleinen Felsvorsprung in atemberaubender Höhe. Dort befindet sich sein Horst,
Und Cody ist hellauf begeistert, als er das Gelege mit den Eiern entdeckt. Wow! Du bist ja eine Mutter! Die sind ja richtig warm. Schlüpfen deine Kinder bald? Wo ist denn der Adler, Daddy? Oh, mein Dad ist auch schon tot. Cody ahnt schon jetzt, wer für den schrecklichen Tod des Adlervaters verantwortlich ist. Aber er weiß nicht, welche Bedeutung das für ihn, die Adlermutter und die noch ungeborenen Kleinen haben wird. Behutsam streicht er mit einer Feder über die Adlereier, aus denen bestimmt schon bald die Jungen schlüpfen werden. Doch nun wird es für Cody Zeit, den Heimweg anzutreten. Und so setzt er sich auf den Rücken Marahutes und lässt sich von ihr in einem sanften Gleitflug wieder zurück ins Tal vor den heimischen Wald bringen. Die Adlerfeder, die Cody in Marahutes Adlerhorst gefunden hat, darf er behalten. Es ist für ihn das schönste Geschenk, das er seit langem erhalten hat, und er nimmt sich vor, es für immer in Ehren zu halten. Völlig mit sich zufrieden macht er sich nun auf den Weg nach Hause. Doch die Rettungsaktionen scheinen heute überhaupt kein Ende zu nehmen, denn er ist noch gar nicht lange unterwegs, da entdeckt er schon wieder ein gefangenes Tier. Es ist eine kleine Maus, die am Boden an einen Stock gefesselt ist und hilflos hin und her zappelt. Hey, kleiner Freund, was ist denn mit dir passiert? Nein, geh weg! Hab keine Angst, Kleiner. Ich werde dich befreien. Oh! Die Maus hatte Cody noch warnen wollen, denn sie war nur als Lockvogel für größere Tiere an den Stock gebunden worden. Aber es war schon zu spät. Der Boden unter Codys Füßen brach zusammen und er stürzte in die Tiefe. Bist du in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Okidoki, halt! Hey, komm wieder zurück! Doch die Maus rennt davon, so schnell sie kann. Sie versteckt sich hinter einem Baum und das mit gutem Grund. Der Fallensteller Percival C. MacLeach und seine grässliche Exe Joanna kommen soeben angestapft, um nachzusehen, was da in die Falle gegangen war. In der Falle! Na, Joanna, was haben wir denn heute Schönes? Einen Dingo, ein schönes, fettes, altes Wildschwein oder einen netten Jungen? Joanna, hast du hier etwa schon wieder deine Löcher gegraben? Verblödete Eidechse versucht immer, ihre Eichhörnchen zu verbuddeln. Hey, das ist eine Falle und Wildern verstößt gegen das Gesetz. Falle? Wie kommst du denn auf sowas Verrücktes, Junge? Ich glaube, du warst ein bisschen zu lange in dem Loch dort unten. So, wir holen dich aus dem kleinen alten Echsenloch raus und dann kannst du wieder nach Hause flitzen. Aber das ist eine Wildererfalle und Sie sind ein Wilderer. Sag mal, wo hast du diese hübsche Feder gefunden, Junge? Die hat man mir geschenkt. Oh, das ist ja wirklich reizend. Wer hat sie dir geschenkt? Das ist ein Geheimnis. Das ist kein Geheimnis, Kleiner. Weißt du, ich habe nämlich schon den Vater. Und jetzt sagst du mir, wo sich die Mutter mit ihren Eiern versteckt hat. Nein! Joanna, ihm nach! Du kommst mit mir, Kleiner. Meine Mann wird die Rangers rufen, hören Sie? Oh nein, nicht die Rangers. Was soll ich nur tun? Was mache ich nur? Oh nein, Kleiner, deine Ma darf nicht die Rangers rufen. Bitte nicht, Kleiner. Mein armer kleiner Junge, den fraß ein Krokodil. Buhuhu. Komm schon, Junge. Hilfe! Doch alles Schreien und Jammern hilft dem armen Cody nichts. Er ist in der Gewalt des gemeinen Wilderers. Und niemand hat diese Kindesentführung gesehen. Das heißt, Moment, da war doch die kleine Maus. Und die hatte ganz genau beobachtet, was da soeben vor sich ging. So schnell ihre kleinen Füße sie tragen, rennt sie zur nächsten Mäusetelegrafenstation, um Hilfe anzufordern. Hilfe, Hilfe, telegrafiere um Hilfe. MacLeach hat einen Jungen gekidnappt. Er hat ihn gefangen genommen. Fordere Hilfe an.
SOS-Junge in Australien entführt. Umgehend Maßnahmen erforderlich. Und dieser Hilferuf aus dem tiefsten Australien geht um die halbe Welt, bis er schließlich in New York landet. Bei der Rettungshilfsvereinigung der Mäuse. Der Präsident dieser Rettungshilfsvereinigung, die Obermaus sozusagen, verliert auch keine Zeit und beruft sofort eine Versammlung ein. Alarmstufe Rot, Alarmstufe Rot. Achtung an alle Abgeordneten der Rettungshilfsgesellschaft. Alle Abgeordneten haben sich umgehend im Verhandlungssaal einzufinden. Es handelt sich um eine dringende Notversammlung. Ich wiederhole, dies ist eine Notversammlung der Alarmstufe Rot. Ruhe, Ruhe! Ruhe jetzt, darf ich Sie alle um Aufmerksamkeit bitten. Es liegt uns eine Kindesentführung vor aus Australien. Ein kleiner Junge braucht unsere Hilfe. Das ist eine Mission, die Mut und viel Erfahrung verlangt. Und ich bin sicher, wir denken alle an dieselben beiden Mäuse. Sie sind nicht da. Was soll das heißen, nicht da? Wir müssen alle Bernhard und Miss Bianca sofort finden. Ja, Bernhard und Bianca, die beiden Helden der Rettungshilfsvereinigung. Sie haben an diesem späten Abend den Aufruf zur Versammlung gar nicht mitbekommen, denn sie sind nicht zu Hause, sondern sitzen gemütlich in einem Restaurant. Für Bernhard soll dies ein ganz besonderer Abend werden, denn er hat vor, sich endlich ein Herz zu fassen und Miss Bianca einen Heiratsantrag zu machen. Völlig nervös sitzt er da am Tisch gegenüber von Miss Bianca und fummelt aufgeregt an dem kleinen Schatzkästchen mit dem goldenen Ring herum, den er ihr zur Feier des Tages überreichen möchte und der schon halb aus dem Kästchen gerutscht ist und jeden Augenblick hinunterzufallen droht. Auf meinen lieben Bernhard und unsere wunderbare Partnerschaft. Wunderbar. Sie sind den ganzen Abend schon so schweigsam. Bedrückt Sie irgendetwas, mein Lieber? Tja, in der Tat. Ich habe mich gefragt... Ja, Liebste? Miss Bianca, würden Sie mich für einen Augenblick entschuldigen? Pardonnez-moi, Mademoiselle Bianca, ich habe äußerst wichtige Neuigkeiten. Ja, François, um was handelt es sich? Sie und Bernard wurden betraut mit einer äußerst gefährlichen Mission nach Australien. Oh, der arme Junge, das ist ja entsetzlich. Ihr, wo steckt denn Bernhard? Er muss das sofort erfahren. Erlauben Sie bitte, Madame, ich teile es ihm umgehend mit. Und so begibt sich der gute François unter den Nebentisch, wo Bernhard gerade den Ring aufgehoben hat und nun abermals den Text seines Heiratsantrags übt. Miss Bianca, würden Sie mich... Miss Bianca, würden Sie mich bitte heiraten? Nicht jetzt, François, es geht um mein Leben. Nein, Monsieur, Sie scheinen nicht zu... Sacre bleu! Excusez-moi! Bernhard, hat Ihnen François alles gesagt? Ja, aber da gibt es etwas... Ich weiß schon, was Sie mir sagen wollen. François hat mir bereits alles darüber berichtet. Hat er? Wie konnte er nur... Oh, das spielt doch keine Rolle. Ich halte es für eine ganz ausgezeichnete Idee. Sie auch? Ich meine, Sie wollen es auch? Ich finde, das ist doch keine Frage des Wollens, sondern eine Frage des Pflichtgefühls. Zu der Pflicht? So habe ich das nie gesehen. Nun, ja, naja, auch gut. Was halten Sie von April nächsten Jahres? Ach, meine Güte. Wir müssen auf der Stelle handeln. Noch heute. Noch heute? Aber warten Sie. Bianca, das kommt alles so plötzlich. Ich meine, brauchen Sie nicht wenigstens ein weißes Kleid oder sowas? Nein, nur ein paar Khaki-Shorts und feste Wanderschuhe. Wanderschuhe?